Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Einblick, Einblick. Das Format, wo wir sonntags, aber nicht jeden Sonntag, eine halbe Stunde circa, in unterschiedliche Spiele reingucken. Und wir schauen heute mal Traveler's Rest an. Wir lassen uns hier irgendwas Nettes auswürfeln, der sieht doch schon sympathisch aus. Die Haare gefallen mir nicht. Ah, das da ist klassisch. Nehmen wir den. So. Wo man in diesem Spiel ist man ein Tavernentyp und versucht eine Taverne zu betreiben. Ist ein Early Access Spiel. Hier steht es auch nochmal. Early Access, das heißt Feedback und so willkommen. WASD zum Bewegen, Shift links zum Rennen und B zum Betreten und Verlassen des Dekorativmodus. Während du dich im Dekorationsmodus befindest, kannst du Objekte platzieren, um Objekte auszuwählen, bewege die Mauszeiger und drücke linke Maustaste oder E. Das ist eigentlich recht verständlich. Okay, also eins. Zack und bam. Kunden erwarten, dass ihr Tisch abends ausreichend beleuchtet wird. Versuche eine Kerze auf den Tisch zu platzieren. Die Kerzen werden mit den Tagen abbrennen, weshalb du sie regelmäßig ersetzen musst. Dekorationsmodus verlassen und dann zum Buch am Tresen und E für Vorräte öffnen. Essen, das du hier lagerst, wird automatisch deinen Vorräten hinzugefügt. Sind keine Vorräte vorhanden, wirst du Pampe verkaufen. Diese Pampe bringt alles wenig Geld und hat kaum Einfluss auf den Ruf deiner Taverne. Aber Pampe ist doch geil. O zum Öffnen der Taverne und serviere ein paar Schüsseln Pampe. Vergiss nicht, den Dekorationsmodus zu verlassen. Lass deine Quest drücke H, um sie einzusehen. Bediene 6 Kunden. Wir sind jetzt offen, ne? Ja, steht auch dran, geöffnet. Ah, cool. Hi. So wären fast wir ausgesehen. Er redet über sein Schweinchen, alles klar. Okay, Leute bedienen ist simpel. Belohnung. Schließe deine Taverne, um neue Gegenstände zu platzieren. Rufe die letzte Runde aus, indem du O drückst. Dies wird verhindern, dass neue Gäste hereinkommen. Durch erneutes Drücken von O wird deine Taverne sofort schließen und verleihende Gäste rauswerfen, aber du wirst Ruf verlieren. Warte lieber, bis die Gäste von selbst herausgehen. Das machen wir auch. Aber ich kann noch nichts platzieren, solange die hier sind. Ich kann jetzt den Besen zuschlagen. Richte den Tisch mit neuen Gegenständen her. Schalte B und da. Ja. Gut, also wir können jetzt hier noch ein Tischchen platzieren. Muss das eng sein oder ist es egal? Ach, die sollen so platziert werden. Okay. Schalte auch. Achso, wir brauchen ja auch noch ein Kerzchen. Serviere 8 Portionen Haferbrei. Aber dafür bräuchte ich doch Sachen, oder? Sagen die mir, was ich tun muss dafür? Oh, hier geht's auch hoch, aber da ist gar nichts. Was haben wir hier? Keller. Schalte den Keller über die Hauptquest frei. Und eine Chest haben wir auch. Das ist dein Schlafzimmer. Schlafe in deinem Bett, um das Spiel zu speichern. Bist du zu lange wach, wirst du ohnmächtig. Wann sehe ich, wenn ich zu lange wach bin? Gut, ich öffne wieder, oder was? Okay, ja, ist
In Ordnung, Haferbrei wird momentan automatisch serviert, warum auch immer. Statt Schleim. Kannst dich nicht vor mich stellen, wenn du das willst, Junge. Das muss sein, was Engel trinken. Also der muss ja, der wenig Ansprüche. So, du auch noch. Wir haben jetzt einmal mit Wasser und Getreidebrei. Grundmahlzeit, um den Hunger herzustellen. Hergestellt in Ofen. Drücke E in der Nähe des Buches, füge den Getreidebrei dem Geschäftsinventar hinzu. Okay, mit Rechtsklick geht alle gleichzeitig. Kunden können auch Getränke bestellen. Getränke, die in der Taverne serviert werden sollen, werden in Getränkespendern abgelagert. Die Zapfhähne können nur mit kohlensäuregehaltenen Getränken wie Bier gefüllt sein. Die Getränke Fässer mit allen Getränken. Wenn du keine Getränke zur Verfügung hast, werden die Gäste nur nach Wasser fragen. Um dies zu platzieren, muss das Wasser in einer Zapfanlage gelagert sein. Näher dich deine Zapfanlage, drücke Q und befülle die Anlage mit einem Eimer voll Wasser. Okay, also erstmal einmal Wasser rein. Und dann... Tisch ist schmutzig. Okay, ja, chill doch mal kurz. Hier, Getränk einschenken. Siehst du den Getränketisch rechts an der Bar? Wenn ein Kunde an seinen Tisch bestellt, öffnet sich ein Hinweis und wird größer, wenn du dich näherst. Hier kannst du nicht nur aktuelle Bestellungen sehen, sondern Getränke nehmen und abstellen. Was sehr nützlich sein wird, wenn mehrere Leute in der Taverne arbeiten. Egal ob Freunde oder Mitarbeiter. Also man kann es auch zu mehr spielen. So. Will noch jemand Wasser? Wasser? Irgendjemand Wasser? Jawohl, nochmal Wasser. Man kann da trotzdem auch sprinten. Ganz schön dreckig, deine Mutter ist dreckig, Junge. Lass die für Wasser so viel Geld ausgeben. Ein Silber 13 ist schon. Achso, hier wischen müssen wir ja auch noch. Oh, mein Getränk ist währenddessen trotzdem weiter in der Hand, finde ich gut. Stimmt ja. Wir wollten ja, dass wir aufräumen. Beziehungsweise wischen. Okay, hier. Wir haben eine Axt. Schließe die Taverne und gehe raus, um einige Baumel zu fällen und so in die Quest voranzutreiben, um neue Technologien freizuschalten. Moment. Hier. Achso, der will Wasser an der Theke. Okay, du auch. Letzte Runde, Leute. Die 5 Schalen mit Getreidebrei haben wir aber noch nicht serviert. Ja, das hat meinen Ruf gesteigert auf jeden Fall. Sehr gut, Leute. Dann gehen wir mal raus vor die Tür. So, ich soll Bäume fällen mit der Kupferaxt. Okay. Auch weg. Erinnert mich sehr an Stardew Valley in reingezoomter quasi auch so ein bisschen die Grafik. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Ist vor allem, glaube ich, auch ein sehr entspannendes Spiel. Also es ist nicht so, wie als wird das groß krass actionreich oder so, sondern es ist einfach ein Spiel, um was zu tun zu haben, um sich ein bisschen gut zu fühlen, ein paar Larven zu finden, ekelhaft. Aber hey. Dadurch haben wir eine Sägemühle, damit können wir Holz verarbeiten. Deine erste Werkstation freigeschaltet, die Sägemühle. Platziere sie im Dekorationsmodus außerhalb der Taverne.
Wähle die Kupfersichel aus und drücke F, um damit Gras zu entfernen. Denk daran, kannst du sie nicht benutzen, solange du im Dekorationsmodus bist. Nach dem Platzieren der Sägemühle verlasse den Dekorationsmodus und gehe an die Sägemühle mit E und dann öffnest du da den Shit. Schauen wir mal. Okay. Wo platziere ich die am geschicktesten? Machen wir hier. Also ich muss ja erst in den Dekorationsmodus. Die ist ziemlich groß. Braucht die so viel Platz? Die braucht echt so viel Platz, ne? Das heißt, ich stelle die hier unten hin, so. Also ich muss wieder aus dem Modus raus. Der muss auch weggemacht werden. Der Mini-Bäumeken. Kriege ich den Mini-Bäumeken weg? Nee. Aber der stört beim Platzieren. Aber ich glaube, hier war genug Platz. Wenn wir das hier wegmachen. Das ist doch kacke mit diesen Mini-Bäumchen. Warum kriege ich das nicht weg? Das steht mir halt genau im Weg. Hier ist eine größere Fläche. Machen wir es da. Gehört das alles mir? Ist das alles mein Land? Bin ich so krass? Wow. Und zack, da steht das Ding. So. Nee. Ach, das habe ich wieder weggenommen. Switchen zwischen Baumodus und normalen Modus ist immer ein bisschen. Jede Werkstation hat eine Liste an Rezepten. Diese zeigen die benötigte Zutat, den Brennstoff und die Zeit. Klicke auf den Namen des Rezeptes, um dessen Herstellung zu beginnen. Wir können zum Beispiel Holzstangen herstellen, Bretterstapel, Feuerholzstapel, Kohlestapel und was soll ich herstellen? Stelle 20 Holzbretter an der Sägemühle da. Her. Jedes Rezept braucht Zeit zur Herstellung. Sobald der Timer voll ist, gehe näher ran und drücke E, um die Items einzusammeln. Aber man kann queuen. Wie lange dauert es? Arbeitet er jetzt schon? Ah. Arbeitet passiv quasi so nebenbei. Egal, ob wir da sind oder nicht, wahrscheinlich, ne? Das heißt, man könnte währenddessen zum Beispiel in die Taverne gehen und sie betreiben. Das sieht auch aus, wie als wäre da Kupfer drin oder so. So, eine Ladung noch. Ja, schön, dass der Automatismus schon erfunden ist, ne? Wir haben jetzt eine Spitzhacke bekommen. Deine erste Kupferspitzhacke. Verwende sie zum Abbau von Mineralien, Erze und Kohle aus Felsen. Vergiss nicht, vor den Dekorationsmodus zu verlassen. Ja, ja. Geil. Die füllen sich wieder auf, oder was? Das ist doch ein dickes Ding hier. Warum ist die Musik jetzt weg? Ah. Dadurch kriegen wir Schmelze, Amboss und Stumpf mit Axt. Die Schmelze den Amboss erhalten. Wenn du den Schmelz aufbaust, wird eine neue Werkstation zum Bearbeiten von Metallen erstellt. Dieser Bereich kann keine andere Werkstation überschneiden. Okay, man errichtet da quasi so Zonen.
Das heißt, wir können in den Baumodus gehen und dann, ja, das Ding ist halt natürlich wieder riesig. Und da ist immer noch dieser kleine Kackbaum. Können wir das hier abbauen? Also, das mal wieder her. Zählt es jetzt als freie Fläche im Sinne von, wir können da was draufstellen oder nicht? Nee. Also das Platzproblem ist schon echt. Das ist schon real, muss ich sagen. Könnt hier die ganzen Bäume wegmachen. Oder wir machen halt hier, dürfte es dahin passen. Das ist halt gar nicht so einfach, das zu beurteilen, weil dieser Bereich ist immer größer, als man denkt. Ja, also wir können da die Bäume wegmachen und ich glaube, die Steine da oben sind nicht mehr im Weg. Also machen wir das mal. Also man muss da schon eine Menge Arbeit. Und das Hin- und Her-Switchen zwischen dem Baumodus und dem normalen Modus verkacke ich die ganze Zeit. Nein, da ist wieder so ein Mini-Baum, den wir nicht wegkriegen. Das bringt ja gar nichts. Ist hier auch ein Mini-Baum, der sich versteckt? Weiß ich nicht. Ist der im Bereich? Man kann die Dinger halt nicht fällen. Ich weiß nicht. Das ist doch Schmutz, oder? Hier können wir es dazwischen packen. Müssen wir nur das Gras wegmachen. So. Baumodus. Okay. Warum ist das allgemein so rot gewesen momentan? Gehört es gar nicht mehr, der Bereich? Doch. So, das darf nur in ebenfalls dem Bereich gestellt werden. Und was ist das hier? Stumpf mit Axt. Verwenden, um Holz zu schlagen. Der kann einfach irgendwo wahrscheinlich hin platziert werden, ne? Aber irgendwie auch nicht. Warum kann ich den nirgends hin platzieren? Weiß ich nicht. Stelle mit Hilfe der Schmelze und Amboss 10 Nägel her. Das heißt, aus welchem Material macht man Nägel? Aus Eisenbarren. Das heißt, wir müssen Eisenbarren herstellen. Wir haben aber nicht genug Zutaten. Wir haben kein einziges Eisenerz. Okay. Kümmern wir uns stattdessen doch wieder um Tavernen-Shit. Ich würde sagen, es scheint spät zu sein. Gehen wir für heute pennen. Kann ich das Innenhaus platzieren? Nee. Genau, sieht auf jeden Fall spät aus. Also gehen wir doch mal pennen. Okay. Na dann ab in den neuen Tag. Denk daran, deine Vorräte für den Tag aufzufüllen, bevor du die Taverne öffnest. Du wirst mehr Feuerholz für die Herstellung von Erbigten und das Befeuern des Kamins brauchen. Bestelle die nötigen Dinge am Briefkasten vor der Taverne. Aber Holz habe ich gestern gar nicht gebraucht. Machen wir Tavernen-Shit. Damit wir auch ein bisschen was sehen vom Spiel. Aber es macht eigentlich schon Laune. Ich kann mir vorstellen, dass da noch deutlich mehr dazu kommt natürlich, ne? Weil wir haben ja schon gesehen, Crafting-Menü gibt's und man kann hier halt die Leute bedienen. Du kannst die Taverne auch ausbauen. Da geht schon einiges. Wollt ihr alle nur Wasser oder was? Ja. Gönn dir, gönn dir. Wir haben einen Willkommensteppich bekommen. Eine Fußmatte. Die können wir aber natürlich wieder nicht platzieren, weil wir dafür im Dingsmodus sein müssen.
Fischen. Ein Gast benimmt sich unverschämt. Okay, der bestellt Trinken. Hier kann man wieder wischen. Benehmen sich wie Säue. Okay, wieder trinken. Ist auch wieder die letzte Runde, weil wir sind im Tutorial an dem Punkt angekommen, wo wir tatsächlich das Eisen farmen müssen, quasi scheinbar, damit es weitergeht. Ist ja auch schön, wenn man als Tavernenbesitzer seine Zeiten einfach mal so sporadisch festmacht. Hier mal ein bisschen auf. Oh, jetzt mache ich aber gleich wieder zu. Gut, Leute, danke. Dann suchen wir jetzt nach Eisen. Ich sehe aber überall nur... Ah, das ist Eisen. Nee, das könnte auch Kohle sein. Das ist Kohle. Okay. Wo finden wir Eisen? Wie sieht überhaupt mein Inventar aus? Ich habe offenbar ein erweitertes Eier da. Okay. So, das ist Kupfer. Ist natürlich auch schön, aber nicht das, was wir brauchen. Da müssen es auch direkt Zehennägel sein. Nicht Zehennägel, sondern Zehennägel. Ist ja schon viel Nagel. Da ist Eisen. Gut, dass man sowas einfach vor der Hütte hat, ne? So, Hammer Eisenerz. Die Frage ist, ist es genug Eisenerz? Da ist nochmal Kohle. Brauchen wir ja auch zum Brennen. Es scheint sich auch jeden Tag wieder aufzufüllen, habe ich den Eindruck. Daher sind diese Leisten da. Weil ich glaube, das, was ich gestern weggemacht habe, ist auch wieder da. Naja, ich habe gesehen, da ist Kupfer, aber schauen wir erstmal nach unserer Eisengeschichte. Oh, da ist nochmal Eisenerz. Keine Ahnung, ob es reicht. Das heißt, wir schmelzen jetzt. Und wir müssen erstmal Brennstoff rein. Kohle. Für 60 Feuer. So, und dann stellen wir Eisenerz her. Zack. Das dauert jetzt natürlich wieder. Oh ja, das dauert schon ordentlich lang. Hi, wer bist du denn? Kann ich dir helfen? Willst du was von mir? Hier kannst du Items für deine Taverne bestellen. Wähle einfach einen Gegenstand aus, um ihn zur Bestellung hinzuzufügen. Und schichtlich nur... um 5 hinzuzufügen. Sobald du die Bestellung abgegeben hast, werden die Gegenstände in deiner Lieferbox Box außerhalb der Taverne von 3 Stunden angeliefert. Das heißt, man kann hier zum Beispiel Saatgut holen, auch so dekorative Elemente für... sieht halt hübsch aus. Aber man kann auch Sachen anbauen dementsprechend. Was den Komfort erhöht. Eine professionelle Note. Bierdeckel gibt es sogar auch. Hält die Tische sauber. Blauer Zottelteppich. Da gibt es schon durchaus einiges, hätte ich gesagt. Und dementsprechend auch Zutaten fürs Kochen und so. Können wir drin natürlich auch noch jetzt unsere Fußmatte mal platzieren. Da sieht die doch gut aus, da soll die doch sein. So. Da muss auch Brennstoff rein. Und aus einem Amboss macht man 5 Nägel. Das heißt, das hier reicht an Nägeln. Nee, hätte sogar schon vorher gereicht. Ich brauche nur 10. Egal. Wobei, nee, nicht egal. Machen wir auch nur 10.
Nicht, dass wir das bereuen oder so. Aber schön, dass das alles automatisch dann funktioniert. Kann man dann morgens einfach alles reinschmeißen und dann abends abholen quasi. Finde ich ganz nett. Wobei die Leiste natürlich hier, die Queue ist natürlich nicht unbegrenzt. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. So, wir haben schon mal 5 Nägel. Das hat uns irgendeinen krassen Shit hier gebracht. Ja, hat einer von euch schon mal hier einen echten Nagel gemacht. Muss krass sein. So. Wir haben eine Werkbank. Stelle an der Werkbank einen kleinen Tisch her. So, wo kommt die Werkbank hin? Das ist egal. Wir können die auf den oberen Bereich packen oder auf den unteren Bereich tatsächlich. Packen wir es auf den oberen. Und dann stellen wir da was her? Einen kleinen Tisch. Ein kleiner Tisch braucht aber mehr Nägel als das, was wir haben. Und es braucht auch noch so Rundhölzer. Warum sagst du mir nicht, dass ich noch mehr Nägel brauche? So, und Rundhölzer. Wie viele? 10, weil der Tisch hat 10 Beine, ist ja klar. Hi, wie geht's? Wollen Sie was kaufen? Nein. Zack, Eisennägel. 5 Rundhölzer. Währenddessen kann man eigentlich hier wieder hier ein bisschen drauf rumkloppen. Ich habe schon gelesen, bei einem der Tipps stand, man soll nicht alle Bäume fällen, weil Bäume sorgen dafür, wenn sie voll ausgewachsen sind, dass daneben wieder neue Bäume spawnen. Aber es gibt auch Seeds, Baumseeds, haben wir ja auch schon. So, einen kleinen Tisch. Dauert aber, das ist Realtime oder was? Das ist echt Realtime. 50 Minuten Realtime. Was ist das? 15, 10 Minuten? Ist das ein random Zeitfenster oder? Das ist halt echt Realtime, ne? Also die hier? Ne, 10 Minuten. Das ist keine Realtime. Das ist Ingame-Time. Aber ist trotzdem eine solide Zeit, muss man sagen. Können wir eigentlich so lange wieder aufmachen. Leute, hier ist eine Taverne. Du willst Getränk? Du willst auch Getränk? Du willst Essen? Getränkchen. Ich wusste gar nicht, dass man als Tavernenbesitzer so schnell so viel Geld verdienen kann. Hier, da. Gönnt euch. Reinige den Boden, indem du den Mob auswählst und in der Nähe davon E drückst. Trinken, kommt sofort. Tisch sauber machen. Ja, ich bin doch schon da. Chill mal deine Balls. Und wir steigen hier unten auch dem nächsten Level ab. Brauerei und Kochtechniken. Auch wieder wischen. Letzte Runde, Leute. Ich finde es eigentlich echt cool. Das macht Bock. Das kann man den ganzen Tag immer machen. Ach, die arme Stella. Ja, ja. Da war vorhin schon einer, der eben sein Schwein hieß, auch Stella. Wir haben einen neuen Meilenstein erreicht. Brauerei und Kochtechniken. Tee zum Öffnen. Nutze den Talentbaum, um neue Rezepte zu lernen. Jedes Talent kostet Skillpunkte, die du durch das Herstellen von Items verdienst. Skillpunkte lassen sich in die Kategorie physisch, Natur und Mental einteilen. Das heißt, wir können hier auch noch andere Sachen bauen. Soziales, Magie gibt's aber noch nicht. Ist noch Early Access halt, ne?
Aber man kann hier zum Beispiel mildes Ale dann herstellen und geiles Lagerbier. Okay. Und das dann auch auf unterschiedlichen Stufen. Ah, da ist nochmal Schmutz. Was fällt den Leuten ein? Und unser Tischlein ist fertig. Dafür haben wir Bierdeckel bekommen. Du hast nun den Werkraum freigeschaltet. Wenn du bereit bist, schließe die Taverne und betritt den hinteren Bereich. Was ist der Unterschied zwischen dem Werkraum und der Werkbank? Werkraum freischalten, das kostet einen Arsch voll Geld. Stelle eine Bank, dies ist dein Werkraum. Also als erstes ein Getreidebrei herstellen. Das heißt, da kannst du dann, dafür bräuchte man Wasser aus einem Brunnen. Kann ich nicht hier hoch gucken, um zu sehen. Achso, gut, da unten steht es auch. Getreide und Eimer mit Wasser. Und dann könnte man hier Getreidebank herstellen. Und eine kleine Bank kann man auch herstellen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Einblick in Traveler's Rest. Cooles Spiel, macht Bock. Ich glaube, da werde ich hin und wieder mal ein bisschen reinheideln. Das finde ich eigentlich ganz nice. Aber wir sehen uns dann. Achso, ja. Ich gebe dem Spiel momentan in der Early Access Fassung schon 8 von 10. Wenn das weiterhin noch so Elemente hat, die man nach und nach freischaltet und so, finde ich das eigentlich echt cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Einblick. Bis dahin. Haut rein.